Es ist der 13. September 2024. Olaf Scholz erklärt via TikTok seinen Rücktritt. Gleichzeitig veröffentlicht Tupac ein neues Album zum Anlass seines 28. Todestages. Und beides ist eigentlich nicht passiert. So oder so ähnlich könnte unsere Zukunft problemlos aussehen und teilweise tut sie das sogar jetzt schon. Die sogenannte Post-Truth, also nach der Wahrheit, wurde von der Oxford University Press geprägt und besagt, dass objektive Fakten weniger Einfluss auf die Meinung eines Einzelnen haben als emotionale Auftritte oder persönlicher Glauben. Zu den Mitteln der Manipulation kann man auch Deepfakes nutzen. Das hat zum Beispiel auch eine Mutter aus Pennsylvania erkannt und Deepfake-Videos von Rivalen ihrer Tochter erstellt. Ihre Cheerleader-Kolleginnen waren dann plötzlich auf sehr expliziten Videos zu sehen, was dazu führen sollte, dass sie aus dem Cheerleader-Verein ausgeschlossen würden. Das ist nur eine von vielen, teils sehr beängstigenden Möglichkeiten, die Deepfakes bieten. Am Ende stellt sich die Frage, was genau dürfen wir eigentlich noch glauben und was nicht? Der Begriff Deepfake ist auf Reddit entstanden. Ein User namens Deepfakes hatte im Herbst 2017 mit einer künstlichen Intelligenz angefangen, Pornos zu erstellen. Darauf waren Emma Watson, Katy Perry und noch einige andere weibliche Schauspieler zu sehen. Die KI hat er später veröffentlicht, allerdings ist sie nach nicht allzu langer Zeit auch wieder verschwunden. Bei dieser KI handelt es sich um eine Face-Swapping-KI, also eine KI, die Gesichter austauschen kann, wie etwa das eines Pornostars durch das von Emma Watson. Diese künstliche Intelligenz basierte auf neuronalen Netzen, also mathematischen Berechnungen, die trainiert werden können, mit Daten. Solche KIs kann jeder erstellen. Ich habe sogar ein Tutorial zur Entwicklung von KIs auf meinem anderen YouTube-Kanal und auf Patreon noch einen zweiten Kurs. KI ist mittlerweile auch nicht mehr wegzudenken aus. Foto-Apps, Spracherkennung, Texterkennung und sogar eure Handy-Tastatur. Auch dort sagt eine KI voraus, welche Wörter ihr als nächstes tippen wollt. Nun sind Deepfakes nicht auf dem Stand von vor 5 Jahren stehen geblieben, sondern haben sich weiterentwickelt. In der KI ist zur Erstellung von Bildern oder auch anderen Medien, wie zum Beispiel Ton, etwas gebräuchlich, das nennt sich GAN. Generative Adversarial Networks. Dazu nutzt man 2 neuronale Netze. Dem ersten Netz bringt man bei, wie zum Beispiel menschliche Gesichter aussehen. Davon gibt es ja mehr als genug Daten auf Social Media, kann man einfach benutzen und trainieren. Dem anderen neuronalen Netz bringt man gar nichts bei. Man gibt ihm nur zufällige Daten und sagt, mach mir daraus ein Bild. Wenn nun das erste Netz richtig entscheidet, ob ein echtes menschliches Gesicht vorliegt oder ein Deepfake, dann bekommt es eine Belohnung. Erkennt es das Ganze falsch, bekommt das Erkennernetz eine Bestrafung, allerdings bekommt dann das generierende Netz eine Belohnung. Lässt man die beiden jetzt lange Zeit gegeneinander spielen, also so eine Art Spiel ist das ja im Endeffekt, dann wird das Erkennernetz unfassbar gut im Erkennen, ob Bilder echt sind oder nicht. Und das Generatornetz wird unfassbar gut darin, Bilder zu machen, die so aussehen, als wären es echte Menschen. Was meint ihr zum Beispiel? Welches dieser beiden Bilder ist ein echter Mensch und welches davon ist generiert? Ihr könnt diesen Test auf whichfaceisreal.com von der University of Washington selbst machen. Ja, man kann es schon erkennen, aber man muss sehr genau hinsehen. Der Witz daran ist, es gibt einzelne Merkmale, worauf wir als Menschen achten können, wie etwa Schlieren im Hintergrund, komische Auswüchse, die da einfach nicht hingehören. Oder solche anderen komischen Artefakte. Das liegt daran, dass diese Bilder eben direkt von der KI kommen und eine KI macht immer wieder mal Fehler. Aber wie schon so oft, sage ich euch, wenn man Mensch und KI kombiniert, wird es heftig. Zum Beispiel, welches dieser Bilder ist zum Beispiel real? Nicht so leicht, oder? Das rechte Bild wurde von einer KI erstellt, aber ich habe es nicht einfach übernommen, sondern danach noch mit einer Bildmanipulationssoftware, in meinem Fall Photoshop, bearbeitet. Und ja, ich weiß, offensichtlich ist das schwer zu erkennen, aber meine Frage an euch ist folgende. Wo hört Deepfake auf und warum sollte man nicht auch darauf sensibilisiert werden, dass Verbrecher Photoshop können? Wenn das die Glaubwürdigkeit erhöht, dann werden sie das nämlich einsetzen. Genutzt habe ich dazu das sogenannte Deep Face Lab, das sich jeder auf GitHub als Code runterladen kann. Man muss also nicht mal besonders programmieren können. Nun hört das Ganze aber selbstverständlich nicht bei Bildern auf. Mittlerweile gibt es auch Videos und Ton, aber auch hier kann man davon ausgehen, dass ein Mensch
nochmal dran saß, denn Deepfakes sind gar nicht mehr so ungewöhnlich und auch ziemlich nützlich. Vielleicht seid ihr ja Star Wars Fans, vielleicht habt ihr sogar Rogue One gesehen. Darin spielt Ingvild Deila, ich hoffe, ich habe sie richtig ausgesprochen, zwar die junge Prinzessin Leia, allerdings wurde sie mit CGI, also mit Computer Generated Imagery, so bearbeitet, dass es sie aussieht wie Leia in Episode 4. Carrie Fisher, die zu dem Zeitpunkt noch am Leben war, willigte ein und mochte das Konzept sogar. Ethisch ist das also sicher noch vertretbar, wie ich finde. Und von der Qualität? Naja, ich habe es beim ersten Mal sehen nicht mal gewusst und habe im Nachhinein recherchiert, wie sie das gemacht haben. Und ja, mir ist klar, dass CGI einen unfassbaren Nutzen hat und es aus Film und Fernsehen einfach nicht mehr wegzudenken ist. Aber da frage ich euch, was ist der Unterschied zu Deepfakes? Klar, Deepfakes sind schlechter und billiger meistens, okay, aber was, wenn die Filmindustrie auch KI einsetzt? Sind das dann auch Deepfakes? Ich gebe euch mal ein weiteres Beispiel. Im Wahlkampf in Indien hat der Vorsitzende der BJP, einer der beiden großen Parteien in Indien, ein Deepfake erstellen lassen, in welchem er die andere Partei verbal angreift. Einmal auf Englisch und einmal, das war das Deepfake, in einem Hindi-Dialekt. Tiwari, so heißt der Gute, hat das Video auf Englisch aufgenommen und einem Profiteam gegeben, um Wahlkampf in zwei Sprachen machen zu können. Das Ganze ging gewaltig nach hinten los, weil sich die Bevölkerung betrogen fühlte, hat aber einen guten Kerngedanken. Wie geil wäre es, wenn meine Videos hier auf YouTube automatisch von einer KI übersetzt würden in jede Sprache der Welt? Ich sehe, egal welches Video in meiner Landessprache, Einblendungen werden mit übersetzt, Lippen sind synchron. Klar, das geht schon heute mit Synchronsprechern, das kann ich mir als YouTuber aber natürlich nicht leisten. Selbst Untertitel kosten schon viel zu viel für diesen Channel hier. Eine KI, die von mir aus eine Zeit lang rechnen würde und dann einfach das Ganze von selbst produziert, das wäre hingegen kein Thema. Doch auch das ist technisch gesehen dann ein Deepfake. Es gibt zum Beispiel auch ein Video von David Beckham, in dem er in 9 Sprachen vor Malaria warnt. Und mit so etwas kann man genau die Menschen erreichen, die man erreichen muss, die vielleicht kein Englisch können. Das Deepfake von Barack Obama zum Beispiel, wo er genau vor Deepfakes warnt, ist völlig viral gegangen. Offensichtlich birgt das aber auch einige Gefahren und ich bin mir sicher, ihr habt schon mal davon gehört. Daher versuche ich hier die Perspektive ein wenig zu erweitern, indem ich euch Gefahren vorstelle, die ihr vielleicht noch nicht auf dem Schirm hattet. Trotzdem, falls ihr noch nicht so viel davon gehört habt, hier erstmal die Grundlagen. Man kann mit Deepfakes easy die Glaubwürdigkeit von Politikern oder anderen Personen untergraben. Die betrunkene Nancy Pelosi war ein Deepfake, das viral ging und ihr Glaubwürdigkeit im Senat nahm. Klar, kann man richtig stellen, aber bei 1,4 Millionen Menschen, die es gesehen haben, alle zu erreichen, um das richtig zu stellen, das ist schwer und ziemlich anstrengend und teuer. Ah, und was, wenn das Video einfach echt war? Klar, in dem Fall konnte man das belegen, dass es ein Deepfake war, aber wenn es richtig gut gemacht ist, kann ich das nicht immer behaupten? Das Video wurde mittlerweile auf sämtlichen Plattformen gelöscht, weil es falsche Informationen beinhaltet. Anderes tolles Beispiel hatten wir auch schon mal kurz angeschnitten. Deepfakes sind als Face Swap entstanden, um Gesichter von Promis in Pornos reinzuschneiden. Ja, eine recht primitive Möglichkeit. Wie aber geht man damit um, dass mittlerweile mit nur wenigen Bildern auf Instagram ein Porno mit eurem gesamten Körper erstellt werden könnte? Stellt euch vor, jemand steht auf euch oder eure Frau, eure Freundin, Mutter, völlig egal, und erstellt sich privat Deepfakes mit den weirdesten Fetischen. Eklig already? Was wäre, wenn ihr eure Mutter damit erpresst und die hat keine Ahnung, woher das Video ist, weil ist so nie passiert. Aber trotzdem zahlt sie dann Erpressungsgeld, weil sonst verliert sie vielleicht das Sorgerecht. Ein Fall, der tatsächlich vorgefallen ist. Über das Darknet hat sich ein Straftäter bei Facebook eingeloggt und junge minderjährige Mädchen erpresst, indem er ihnen sagt, er habe Nacktbilder oder Videos von ihnen. Um ihren Eltern nichts zu sagen, wollte er noch mehr Nacktbilder von ihnen haben. Obwohl er nicht mal irgendwas hatte, schickten ihm manche der Mädchen Videos und Bilder zu. Jetzt überlegt euch mal, was mit Deepfakes da möglich gewesen wäre. Und ja, das kann immer noch jeder tun und genau das ist die große Gefahr an der Stelle. Bedenkt aber bitte, dass Menschen immer das glauben, was sie glauben wollen. Wenn die Mutter ihre Tochter ohnehin für zu freizügig hält, wird sie so einem Video problemlos glauben und komplett ausrasten. Tatsächlich kann man mittlerweile sogar rechtlich gegen solche Videos übrigens vorgehen. Laut Zeit Online wird dadurch vor allem auch das Persönlichkeitsrecht verletzt.
Leider entstehen Deepfakes aber meist wie Rache-Pornos völlig anonym und einen Täter zu finden ist schwer bis unmöglich. Wisst ihr, wo Deepfakes noch richtig viel Anwendung finden momentan? Im Hacking. Klar, man fälscht die Stimme des CEOs, ruft an einer bestimmten Stelle im Unternehmen an und die machen natürlich einfach genau das, was man möchte. Ist ja immerhin der CEO am Apparat. Gerade bei kleineren und mittleren Unternehmen fehlt da das Bewusstsein dafür. Der erste größere Fall geht auf Großbritanniens Konto, wo ein CEO vom CEO seiner deutschen Muttergesellschaft, Hermes, angerufen wurde. Es ging um eine dringende Zahlung in Höhe von 220.000 Euro, die er sofort an einen ungarischen Zulieferer schicken müsste. Der CEO habe mit exakt dem leichten deutschen Akzent gesprochen und sogar die Melodie desselbigen in seiner Stimme getragen. Es konnte bislang immer noch kein Verdächtiger festgenommen werden, allerdings zeigt das, wie akkurat solche Deepfakes werden können. Der jüngste größere Fall von Deepfakes fand natürlich im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine statt. Es entstand ein Video, in dem der ukrainische Präsident Zelensky seine Soldaten auffordert, die Waffen niederzulegen. Hacker haben das Video über den Nachrichtensender Ukraine24 verbreitet, nachdem sie diesen übernommen haben. Und von dort ging es ins Internet und wie ein virales Video durchs Netz. Kurz davor gab es so ein ähnliches Video auch von Putin. Der sagte, russischer Soldat, lass deine Waffen fallen und geh nach Hause, solange du lebst. Immer wieder wird gefordert, dass Deepfakes als solche gekennzeichnet werden sollen und müssen. Ja, manche Kanäle machen das, so wie wir hier auch. Aber natürlich werdet ihr das auf einem Racheporno oder einer politischen Manipulation nicht finden. Deshalb möchte man immer mehr auf die Erkennung von Deepfakes setzen, mit KI. Jetzt erinnert euch aber bitte nochmal eben daran, was ich gesagt habe. KI heißt meist hier GAN, also Generative Adversarial Neural Networks. Das heißt, wir haben ja direkt eine KI dabei, die erkennt, ob es ein Deepfake ist oder nicht. Hurra, wundervoll! Alles easy also. Nein, leider nicht. Diese KI erkennt nämlich einen Großteil der Deepfakes nicht, denn genauso trainiert sich diese Generator-KI. Die bekommt eine Belohnung, wenn sie der Erkennung entgeht. Also offensichtlich kann die Detektor-KI hier nicht reichen. Okay, wir haben aber schon häufiger gehört, dass einzelne Pixel völlig aufschlussreich sein können und ausreichend werden. Oder man kann ja eine extra KI bauen, die Deepfakes erkennt. Und ja, das ist richtig, allerdings gilt das auch wieder nur für die Bilder und Videos, die direkt aus der KI kommen. Bearbeiten wir nun aber unsere Bilder oder lassen zum Beispiel nochmal Filter drüber laufen für das Video, dann ist das schon sehr, sehr schwer, sowas überhaupt noch zu erkennen. Klar, dann kann man ja Bearbeitung erkennen, so wie Adobe das zum Beispiel hier macht. Aber hier kommen wir an ein Limit, denn die allermeisten Bilder online sind irgendwie bearbeitet. Instagram-Filter, YouTube-Thumbnails, selbst dieses Video hier ist nicht roh, da liegt ein LUT drauf, sonst wären die Farben hier etwas blass. Was ist also unbearbeitet? Von der Kamera direkt? Ja, also ich muss euch enttäuschen, die allermeisten Kameras nutzen mittlerweile einen richtigen Haufen an KI, um eure Bilder irgendwie zu verbessern. Bestes Beispiel, um nur ein kleines Beispiel von Apple zu bringen, die Deep Fusion KI macht Sachen mit Farben, mit HDR, sie schärft das Bild und sie macht noch einiges mehr im Hintergrund. Und das ist nur ein Kniff, um eure Kamera krasser zu machen, als sie eigentlich ist. Und ja, wenn man das eigentlich auf euer Foto schon anwendet, dann ist das auch schon ein mit KI bearbeitetes Bild. Recht habt ihr, trotzdem ist es kein Deepfake in dem Sinne. Einzelne Pixelfehler können hier auftreten, wenn man so eine KI drüber laufen lässt von zum Beispiel Apple. Das heißt aber auch, darauf kann man eine KI auch nicht mehr trainieren, die Deepfakes erkennen soll. Ich denke, es sollte klar geworden sein, anhand der ganzen realen Beispiele, dass Deepfakes echt cool sein können, aber halt auch echt mies sein können. Wir sind im Zeitalter der Post-Truth angekommen. Wir können nicht mehr wissen, was wie real ist und ob das Nacktfoto, das ihr gerade bei Tinder bekommen ist, wirklich ihrs ist. Das muss uns eigentlich klar sein und das wird mehr und mehr werden, nicht weniger. Es bleiben aber noch einige Fragen im Raum. Wie gehen wir jetzt damit um? Was können wir tun? Wie ich die Herren der CDU kenne, wollen sie die Technologie direkt unter Strafe stellen und damit wären sie nicht die Ersten. Kalifornien zum Beispiel hat die Verbreitung von Deepfakes direkt unter Strafe gestellt. Ah, aber da kommen wir schon wieder zum Punkt. Verbreitung? Das heißt, ich darf mir für den Eigenbedarf sozusagen einen Porno meines Schwarms erstellen? Ich darf ihn nur nicht weitergeben dann.
Und was genau ist eigentlich ein Deepfake? Zählen CGI-Videos dazu? Zählen KI-generierte oder KI-aufgebesserte Bilder dazu? Oder Bilder, die von KI wirklich generiert wurden und durch einen Menschen aufgebessert wurden? Oder sollte man doch die ganze Technologie insgesamt verbieten? Aber dann haben wir ja ein Problem, denn dann muss KI als Ganzes verboten werden, was ziemlich unmöglich und genauso dumm erscheint. Es bleibt also trotzdem die Frage, wenn nun ein Nacktvideo von mir auftauchen würde, ist das Fake oder ist das echt? Denn klar, kann ich das für mich sehr schnell rausstellen und feststellen, aber wie könnt ihr oder auch meine Familie das feststellen? Und selbstverständlich kann ich das immer behaupten, aber wer sagt denn am Ende, dass nicht ich lüge, wenn ich das abstreite? Vielleicht zu abstrakt. Was, wenn ihr euch dringend scheiden lassen wollt, aber der Ehevertrag das nur hergibt, wenn eure Frau euch betrügt? Sollte dann ein Video als Beweis vor Gericht zugelassen sein? Ich würde sagen, nein, kann ja fake sein. Aber welche Beweismittel gibt es dann heute noch? Denn digitale Daten können ja dann fast alle gefälscht werden. Oder glaubt irgendjemand hier, dass dieser Chat hier echt ist? Und um noch ein großes Fass aufzumachen. Darf man mit KI Menschen erstellen? Das gibt es zuhauf schon, scheint also okay zu sein. Darf man mit KI Menschen von Kopf bis Fuß erstellen? Darf man Pornos mit Menschen erstellen, die so gar nicht existieren, die von einer KI komplett generiert werden? Verletze ich dann Persönlichkeitsrechte, weil die KI wurde ja auf Daten von echten Menschen trainiert? Wenn ihr jetzt sagt, grenzwertig aber okay, darf ich dann eine KI erstellen, die Pornos mit Minderjährigen erstellt, die komplett von einer KI generiert wurden? Wo liegt die Grenze? Wie ähnlich darf ein KI-generiertes Bild am Foto des Schwarms sein und wie weit weg muss es sein, dass es als KI-Person gilt? Okay, ich hoffe, es war okay, dass ich zumindest KI-generierte Pornos mit euren Gehirnen erstellt habe, aber das sind Fragen, denen müssen wir uns als Gesellschaft stellen. Ich habe keine Antworten dafür, aber ich weiß, dass viele Technologien jetzt schon möglich sind und die übrigen sind natürlich unterwegs. Was ich allerdings auch weiß, ist Folgendes. Wir müssen unsere Mitmenschen aufklären, denn dieses Thema ist überall und wer nicht gewappnet ist, fällt auf Scams, auf Lügen und mehr rein. Deswegen muss Medienkompetenz Allgemeinbildung sein und werden, auch für Menschen, die bereits aus der Schule raus sind. Ich bin auf eure Antworten auf diese ganzen Fragen gespannt. Ich lese euch in den Kommentaren. Ciao.